Hallo und herzlich willkommen bei The Forest. In einer Höhle, wo ich hoffe, dass wir diese kennen. Gut, ich mache lieber mal das Feuerzeug an. Ich habe eben mir schon mal die Axt genommen. Ganz aus Reflex. Mit der ich mich jetzt auch decke. So, wir sind jetzt hier ein bisschen eingefärcht. Also, man erinnert sich, in der letzten Folge gab es dann doch mal ein paar auf die... Okay. Ich stehe da, ja, ist ja, ich stehe mal so rum, erzähl dir einen, ja, hallo, und so, und hinter mir pennt so ein Typ. Okay, ich meine, zu wissen, wo wir sind. Da ist die Flare Gun, das heißt, in dieser Richtung müsste dann ein... Genau, da steckt nämlich die Axt in dem Torso. Nee, ist ja kein Torso. Was heißt das? Was ist das untere? Die fehlt uns, glaube ich, noch, ne? Ja, die hätten wir noch gar nicht. Können wir die im Blau färben? Ich will immer alles blau färben. Tut mir leid. Können wir die blau färben? Nein, wir können sie nicht blau färben. Ach, schade. Es gibt ja irgendwie nicht mehr viele Sachen, die wir blau färben können. Können wir vielleicht ein Bein blau färben? Nein, wir können das Bein bloß irgendwie benutzen. Ein Seil. Können wir auch nicht blau färben. Schade, ich hätte gerne ein blaues Seil gehabt. Eine Dose. Ein Schädel. Nein. Nein, also es bleibt dabei, wir können bloß die kleine Axt und den Stock blau färben. Das ist... Hurra. Können wir vielleicht mischen? Oh, nein. Aufnahme fängt an und meine Nase juckt. Ey, ist das gemein. Wahrscheinlich bin ich jetzt immer noch voll im Bild, wa? Oh, also was Schlimmes. Gut, also das ist nicht drin. Aber wir können ja uns erstmal was zu essen machen, denn das geht ja jetzt. Und unsere Energie und alles ist ja voll im Arsch. Daher gehe ich hier mal eben wieder raus. Und wir bauen uns hier vorne mal... Ja. Nee. Nicht zu ihren Füßen. Das wäre irgendwie unschön. Bisschen geschützt hier in der Ecke. Ein Feuer bauen, das wäre auch nett. Bin ich mal gespannt, ob es... Ich nehme ja mal wieder den umständlichen Weg. Jetzt sehe ich gar nichts. Wieso macht er eigentlich immer das Feuerzeug... Feuer aus, wenn ich ein Feuer bauen will. So, ein bisschen schräg, aber... Ja, wenn das keine Eingeborenen auf den Plan ruft, dann weiß ich auch nicht. Okay, dann nehme ich mal so einen schönen Rehrücken. Denn es gibt ja nichts Schöneres, als in einer Höhle, in einer Arschkälte, einen Rehrücken zu brutzeln. Haben wir noch Reh eigentlich? Rehfell? Nee. Aber ich habe noch eine Rüstung. Hey, und wir haben Blätter. 12. Ah, schade. Ansonsten, nee, wir sind auch komplett jetzt wieder ohne irgendwas. Ah, ist ja nicht toll, dass wir jetzt hier unten uns das braten können. Aber das finde ich echt super. Und hier die Steine waren vorher, glaube ich, auch nicht. Das ist auch neu. Ah, ich mag diesen Sound, deswegen muss ich ein paar Bretter mehr weghauen. Aber ich steige mal wieder oben auf den Bogen. Wenn ich den bekomme. Okay. Ah, jetzt können wir auch wieder ein bisschen rennen. Ich darf jetzt bloß nicht wieder versuchen, mich mit dem Bogen zu decken. Okay. Okay, sie versuchen uns einzukesseln. Okay, Leute, kommt her. Na los, ihr Hafensänger, kommt. Oder soll ich lieber sagen, Hafenspieler, hm? Tja, also was kennt ihr unten gar nicht, ne? Ups. Okay, der lässt sich davon nicht beeindrucken. Das heißt, der brennt weiter.
Oh, wir haben doch noch Busch an uns. Cool. Kein Busch mehr. Ah, ich häng fest, Mist. Okay, er bleibt davon irgendwie ziemlich unbeeindruckt. Aber wir können... Anstupsen können wir ihn. Alter, schade, dass jetzt das Haus im Weg ist. Schönes Bild. Ich mag... Entschuldigung. Ich labe mich gerade an der Optik. Ups. Aber ich glaube, der tut uns nichts, oder? Hoffe ich mal. Dann sammle ich hier noch ein paar Buses ein. Denn Buses sind wir auch ein bisschen losgeworden. Stöcke können wir auch gebrauchen. Ja, das ist ja super. Okay, das war's. Ihn lassen wir hinten einfach mal so stehen. Was können wir hier machen? Hier können wir noch Uhren sammeln. Weil die ja so wichtig sind. Okay, die Zähne fallen weiterhin ins Erdreich. Flares? Oh geil, noch mehr Flares. Alter, wie viel Flares? So, ist ja auch weg. Riegel, aber Riegel haben wir noch scheinbar noch genug, ne? Gut, Riegel haben wir genug. Dosen haben wir noch, auch noch 10. Jetzt waren wir noch nicht dran. Ich überlege auch gerade, wo wir das letzte Mal draufgegangen sind. An welcher Stelle war ich denn so bescheuert? Ach genau, das war in der Höhle. Wie wir die Höhle irgendwie betreten haben und ich dann mit dem Bogen... Fliegen schwer die Koffer. Mit dem Bogen decken wollte. Was eine ganz schlechte Idee war. Aber jetzt aus dieser Höhle hier weiter... Kommen wir da gar nicht. Da ist zu. Ja, ja. Covered in Blood, ja. Ist. Ich wollte gerade sagen, in der Höhle gibt es ja keine Teiche. Aber klar gibt es ja auch Seen. Aber es gibt hier momentan keine Stellen... Hier noch ein zweiter? Nee. Ist nur der und der? Nö. Ja. Der freut sich, wenn es warm wird. Okay. So, hier geht es auch noch so weiter. Ich sehe jetzt auch kein Seil, was von der Decke hängt. Okay, da geht's also nicht weiter. Komisch. Okay, an der Stelle kommen wir raus. Das müsste jetzt der Ausgang sein, der auch bei der, in der Nähe von unserem Haus ist. Und hier müssen wir jetzt eigentlich zu dem... Wo wir da am Anfang des Patches uns mehrmals verkrümelt hatten. Oh, Fledermäuse. Genau, so. Ich würde trotzdem ganz gerne oben, bei dem Loch, würde ich ganz gerne mal einen Stickmarker hinsetzen. Das bringt natürlich nur was, oder funktioniert natürlich nur, wenn ich weiß, wo das Loch ist. Deswegen checke ich das mal so aus. Ach, da muss ich niesen, verdammt. Funktioniert natürlich nur, wenn ich jetzt von diesem... Was da oben noch für Leute rumhängen?
Da ist noch ein Seil. Oder ist das ein, normales Seil? Und Uhren, haufenweise Uhren. Ach ne, scheint ein normales Seil zu sein. Aber hier ist das Ausgangsseil, okay. So, da weiß ich zumindest, wo das Loch ist und ich kann da mal einen Stickmarker hinsetzen. Braucht daraus nicht lange rumsuchen. Aber im Prinzip haben wir eigentlich alles, was wir wollten. So, ich hoffe mal, dass da draußen bleibt und nicht wieder ins Loch stürzt. Okay, super. Ja, ich gehe wieder den umständlichen Weg. So, haben wir da auch wieder eins. Ja, mit der blauen Farbe. Du kannst Bus kombinieren. Can be used to decorate items and structures. Also uns das Structures verstehe ich jetzt eigentlich, dass wir damit beispielsweise unsere Hütte blau streichen können. Oder Wände blau oder sowas. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie es gehen soll. Okay, die Plattform hängt jetzt noch. Ich habe aber noch nicht zwischendurch gespeichert. Sondern wir waren ja quasi nur in der Höhle. Die Beeren sind nicht nachgewachsen. So, vielleicht wachsen jetzt nach, wo ich alle weggefuttert habe. Ich behalte jetzt auch bloß einen Rehrücken im Rucksack. Weil für einzelne jagen wir nicht so viel Rehe. Und auf der anderen Seite, das da aufzuhängen, hat nicht so viel Sinn, weil das ja sofort verdirbt. Endlich. Endlich mal wieder ein paar mehr Lizards. Auch wenn wir die... Achso, die Riegel haben wir noch genug. Genau. Aber ganz wichtig natürlich ist jetzt erstmal die Brücke fertig bauen. Obwohl, die Brücke fertig bauen und dann nachher ist das... Das brennt da oben mit. Der Baum wird immer noch. Ah, dass wir den gekillt haben, ey, das ärgert mich so dermaßen. Das ärgert mich so dermaßen, dass ich wieder neu starten könnte, Mann. Nein, Scherz. Aha, wie witzig. So, noch irgendwelche Lizards anwesend? Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie spät es ungefähr sein könnte. Ach wohl, da hinten die Sonne... Ja, es geht Richtung Abend zu, okay.
Auf Angeltour könnte man theoretisch auch mal kurz gehen. Ja, ich mach's doch mal eben. Ich kann mal eben runter zum Strand. Und fangen wir doch ein paar Fische. Damit wir auf jeden Fall dann, wenn wir neu starten oder überhaupt. Also jetzt nicht neu starten mit dem Spiel, sondern halt. Wenn ich dann doch mal eine Pause, eine große Pause einlege und speichere und mal wieder rausgehe und erst in 2-3 Tagen wieder weiterspiele. Dass man dann zumindest gleich genug zu essen hat. Und auch ein gut gefülltes Inventar hat. Also das ist ja schon immer was. Allerdings jetzt im Dunkeln zu fischen ist natürlich auch eine sehr tolle Idee. Aber ich dachte mir halt so, die Zeit noch ein bisschen vertreiben, bis es halt wirklich dunkel ist. Kann nicht schaden, aber ist halt auch total diesig, also so gesehen. Jetzt von wegen was sehen, von wegen Fischen. Ist jetzt hier auch nicht so die Wucht in Dosen. Oh. Und das Feuer brennt nicht mehr im Wasser. Super. Man ist ja normal, dass es nicht brennt. Ist überhaupt ein Wunder, dass es angeht. Aber dennoch sehe ich hier nicht gerade irgendwie großartig Fische rumschwimmen. Blindfischen ist, glaube ich, auch nicht das, was irgendwie die Erfüllung bringt. Gut. Vielleicht gibt es auch in diesem Patch keine Fische mehr. Was ich noch probieren will, ist das. Nein. Passiert nichts. Okay. Bevor ich hier noch ein bisschen rumeidel, renne ich mal lieber hoch zum zur Hütte. Da brauche ich nichts von. Steine, Bälle, nein, danke. Buses, Dose. Can't carry any more soda. Weil wir haben 10 Stück. Gut. Buses war, glaube ich, auch schick. Oh. Okay, beste Lichtquelle überhaupt. Ist immer noch der Bogen. So, das war bloß eine Reflexion auf meinem Bildschirm. Ich dachte eben, da habe ich einen Eingeborenen mit Stirnlampe gesehen. Was ist denn das da hinten? Ach, das ist der Steg. Huch. Huch. Der Steg ist das. Okay. Ja, wie gesagt, da würde ich lieber weiterbauen, wenn ich weiß, dass der, dass eine Podest da bestehen bleibt. Aber was ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen kann. Aber ich werde es mal antesten. Ich gehe jetzt mal hoch, speichere und schlafe. Und ich schlafe zuerst. Okay, morgens und dann speichere ich.
speichere ich nochmal. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, ob es was gebracht hat, ob jetzt der Baum noch, beziehungsweise der Baum ist natürlich weg. Vielleicht ist der Baum auch wieder da, vielleicht wächst der Baum nach, da wo Podeste waren, aber ich vermute mal eher, dass das Podest weg sein wird. Aber bevor ich da jetzt den Steg weiterbaue, in der Hoffnung, dass das Podest vielleicht doch erhalten bleibt, gehe ich lieber raus, lade das Programm neu, starte das Spiel neu und ja, mache da noch eine Folge. Und was wir da machen, weiß ich noch nicht. Mir geht es mal darum zu gucken, ob unser Podest noch hängt oder nicht. Klingt momentan nicht so spannend, aber ich denke mal, dass auch wieder irgendwelche spontan spannenden, interessanten Sachen entstehen. Und vielleicht fällt mir auch noch was ein, was man dann noch weiter machen kann. Und falls euch was einfällt, immer schreiben. Hat noch keiner gemacht, aber vielleicht macht es doch irgendwann jemand. Vielleicht erbarmt sich mal wer und sagt irgendwie irgendwas. Was weiß ich. Zumindest bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und danke fürs Reinschauen und auch wieder fürs Wiederkommen. Danke, bedanke mich schon mal und bis die Tage. Tschüss.